Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück. Neue Woche, neues Glück. 5.8. Na, Wochenende ist rum. Eine neue Session Valheim auf dem Weg in die Ashlands. Wir schauen mal, wo waren wir denn letztes Mal? Also, wir hatten unser erstes Eisen geschmolzen. Wir haben ein Faustschild entwickelt. Wir haben die ein oder andere Waffe hier noch auf 2 Sterne erhöht. Ja, somit war das der letzte Stand, den wir hatten. Wir sollten mal was essen. Ich sehe gerade, wir haben gar nichts mehr zu essen. Wir müssen uns erstmal Essen besorgen, bevor irgendwas anderes hier noch passiert. Okay, da haben wir das. Da haben wir die Schmiede hingestellt. Den Steinmetz hatten wir schon, genau. Dafür fehlt uns edles Gehölz und das fehlt uns auch. Wir hatten ja hier diesen coolen Übergang zwischen Sumpf, Dunkelwald und irgendwie doch auch noch ein bisschen Ebene, oder liege ich da falsch? Hier haben wir unser Schiff platziert. Genau, so war das. Und hier irgendwo in irgendeine Richtung, genau hier, hatten wir Grasland. Und deswegen müssen wir jetzt auch mal ein bisschen jagen, weil wir haben nichts mehr zu essen. War zu tief. Das hätte ich mir aber denken können. Aber lasst mich erstmal wieder warm werden. Ne? Das kann noch ein bisschen dauern. Ich merke schon, die Gegner haben nicht so viel Bock, mich erstmal warm werden zu lassen. Aber egal. Okay, wir brauchen erstmal was zu essen. Was haben wir da? Ein bisschen zu weit vorgehalten. Beruhig dich. Biegt da ab. Komm her. Bin jetzt auch nicht so gut drauf hier. Nehme ich auch mal. Aua, ich nehme ich auch mal mit. Ich auch. Genua, genau. Also. Wir brauchen Essen. Dann holen wir noch Eisen und dann gucken wir mal weiter. Ach, und ich habe mich dafür entschieden, dass ich die Grafikmods installiere. Ihr Lieben, kleinen Moment, ich habe gerade irgendwelche komischen Geräusche hier bei mir. Ich bin sofort wieder da. Ich pausiere euch kurz hier. Ich bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Okay, wir besorgen uns Essen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch ein bisschen Wildschwein. Wow. Vor lauter nach Wildschwein gucken, habe ich den gar nicht erst wahrgenommen. Da sind noch Wildschweine. Pilze wären aber auch was ganz Cooles. Aber auch das nehme ich mit. Oh, da rennt noch ein Hash.
Den Hash lassen wir mal Hash sein. Okay, gut, schauen wir mal kurz. Ich glaube zu wissen, dass wir hier an dieser Krypta am Machen waren. Wir gucken ganz kurz, was wir noch an Material haben. Nigges. Nigges ist nicht so arg viel. Und noch viel weniger. Na gut. Also hier hatten wir aufgewertet, das passt soweit. Genau. Okay, dann. Machen wir das hier mal leer. So, so. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da haben wir das. Hier wollten wir, glaube ich, Fleischrinnen machen. Genau, das sollte unsere Fleischbox sein. Das passt. Hier haben wir nichts. Dann haben wir hier genauso wenig. Dann machen wir mal die Trophäen rein und das rein. Moin! Kann ich dir helfen? Ach, keine Energie, weil mir das Essen fehlt. Ach, jetzt war ich so unkonzentriert. Warum überrascht mich so einer gleich, wenn ich noch gar nicht wach bin? Unnötiger Tod. Oh. So kann es ja losgehen, die Woche. Wow. Schon habe ich keine Lust mehr eigentlich. Was willst denn du jetzt? Lass mich in Ruhe, Alter. Ja, zwei. Und sonst so? Au. Stirb jetzt. Mein Gott, Alter. Was wollt ihr alle? Was? Hä? Herkomm. Meine Herren. Erstmal wieder alles reparieren hier. Boah, sowas mag ich ja gar nicht. So. Das bleibt wieder alles so, wie es war. Ja, so kann das losgehen, würde ich sagen. Ne? Toll. Super Start. Ah, wir haben es überstanden. Gut, ein Tod. Hm. Ich wurde auch ganz schön überrumpelt, muss ich gestehen. Das, naja, nehme ich mal so mit. Ah. Möchte ich gerade mal schauen. Okay, wie gesagt, wir brauchen immer noch was zu essen. Das geht mir jetzt gerade. Das bringt mich jetzt gerade alles aus dem Konzept hier. Das kann ich nicht leiden.
Wir müssen so oder so aufwerten. Okay. Was haben wir hier? Nigges. Da haben wir, wie gesagt, noch die Eisennägel. Die könnten wir mal einen Satz machen. Dann kriegen wir die neuen Rezepte. Da haben wir nämlich auch das Langschiff. Dann montieren wir das hier rein. Hier draußen hatten wir noch die Knochen. Knochen. So, okay. Langrede, gar keinen Sinn, neuer Versuch. Machen wir uns noch ein bisschen Essen und dann geht's aber wirklich los. Nochmal Eisen holen. Entschuldigung, ans Mikrofon gekommen. Richtiger Profi heute, Junge. Und dann holen wir noch ein bisschen Eisen. Ja, nehmen wir halt mal mit. Wir haben ja nichts anderes im Moment. So, wir gehen erstmal pennen. Brauchen wir auch nichts essen. Schiffsmaterialien haben wir ja unten in der Kiste, haben wir gesagt. Bedeutet, wir holen jetzt noch Eisen und dann schauen wir mal. Was ist denn da schon wieder los, ey? Jetzt Tage haben wir schon. Hey! Super. Da hinten ist noch. Da hinten ist noch ein Ray. Ich hätte aber eher gerne Wildgesau. Oder Bären. Aber hey. Natürlich. Nicht so, Freunde. Bist du? Was haben sie dir denn gegeben? Oh. Nehmen wir auch mit? Neues Material? Nö. Ah, hier. Rothirsch. Mal schauen. Ja, diese Monstrum-Mod macht Spaß. Neue Tiere im Spiel. Jetzt noch die neue Grafik, also die Grafik-Mod doch wieder installiert. Nachdem ich auch rausgefunden habe, das könnten wir eigentlich gleich mal kurz machen. Dann nehme ich euch einfach mal mit. Dann seht ihr auch gleich den Trick, damit euch das Gras nicht so... Nee, haben wir hier schon gemacht. Das ist okay. Genau. Nachdem ich auch rausgefunden habe, was ich machen kann, damit in der Grafikmod das Gras nicht so aufbloppt. So extrem. Habe ich einfach die Rendereinstellungen des Hauptspiels verändert. Und jetzt ist das weg. So, frühmorgen. Essen sieht immer noch krampfhaft aus. Aber wir haben ja neues Fleisch, das können wir eigentlich gleich mal testen. Und dann gehen wir das nächste Eisen holen.
Ich weiß schon gar nicht mehr, ob wir noch irgendwas in den Kisten übrig gelassen hatten. Das haben wir auch. Das haben wir hier, das machen wir hier mal rein und das hier. Was ist denn das hier? Hirschfell. Warum passt das Hirschfell hier nicht rein? Ach ja. So. Was haben wir denn da, Leckeres? Okay. Dann haben wir noch was versteckt. Sag mal. Mal eine ganz andere Sache. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo verschwindet denn mein Essen hin? Irgendwas ist hier komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Das geht mir gerade tierisch auf die Nerven. So. Okay, einfach noch mal von vorne bauen und dann gucken wir mal, ob wir den Fehler finden. So, gut. Jagen wir uns das einfach mal in den Kopf. Dass wir mal ein bisschen Essen haben. Und jetzt... Weil das kann ja irgendwie nicht wahr sein, dass uns gerade Essen verschwindet. Irgendwie... Gut. Wir machen uns auf den Weg. Wir holen uns jetzt endlich mal das Eisen. Wir bewegen uns mal hier oben. Au. Vielleicht sollte ich dran denken... hatten wir eigentlich schon eine Monstrosität gelegt? Eieiei, bin ich jetzt gerade erschrocken. Ui. Das nehmen wir mit. Da ist unser Weg. Perfekt. Genau, hier haben wir angefangen zu bauen. Wir auch eine Werkbank haben hier oben. Das ist korrekt soweit. Und ansonsten würde ich sagen, Rinder. Gucken wir nochmal, ob wir hier noch was übrig gelassen haben. Hoppla. Nur das. Okay, gucken wir mal, was hier noch lebt. Hoppla. Da lebte was. Okay, dann wollen wir mal. Da haben wir die ersten verwitterten Knochen. Schlafen wir uns mal ein bisschen hier vor. Moin. Okay, hier geht's weiter. Interessant. Dann nehmen wir mal hier. Halt. Noch was. So. Ah, gut, ich glaube...
Ploppen wir mal noch ein bisschen Eisen. So. Wir sind schon wieder voll vom Gewicht her. Wie kann das sein? Okay, wir haben Steine. Macht Sinn. Also, wir machen uns erstmal komplett leer. Moin. Okay, perfekt. Und weiter geht's. Den Teil machen wir noch weg und dann sehen wir uns bald in der nächsten Folge. Wunderbar. So, da geht's dann auch schon weiter. Ihr Lieben, wisst ihr was? Wir machen noch eine Runde. Das machen wir fertig und dann schauen wir mal, was wir aus der Krypta rausholen können. So, und somit, ihr seht, mit dieser Mod, es verschwindet dann einfach wirklich alles an Eisen. Auch das, wo man im Normalfall einfach nicht drankommt. Und deswegen fand ich diese, oder ist diese Mod für mich auch eine Quality of Life Mod. Ganz einfach. Wegen Überfüllung geschlossen, was ist denn hier los? Aber ich brauche ja eigentlich alles. Na gut. Okay. Das ist weg. Das ist weg. Also sind wir hier. So, einmal ein normaler Schlag, um zu wissen, was hier los ist. Haben wir alle Spitzhacken dabei? Ja, gell? Muss ich auch mal kurz was testen. Irgendwie. Passt. Das klang gerade so, als würde sich da irgendwo noch ein Gegner rumtreiben. Und weiter geht's. Ja, ganz bestimmt. So kann's funktionieren oder so ähnlich. Beruhig dich. So, ich würde sagen, das war es gewesen. Also, von dem. Ui. Okay. Ich glaube, hier haben wir echt Glück. Nehmen wir das auch noch mit, okay. Wenn es denn sein muss, lasse ich mich breitschlagen und wir nehmen das mit. So.
glaube, ja. Machen wir uns leer, dann holen wir das Zeug noch. Oh. Ja. Davon wird noch genug kommen, denke ich. Deswegen das eine. Damit muss ich jetzt leben können. Haben wir alles? Wir haben alles. Hier haben wir auch alles. Das passt. Dann würde ich sagen, haben wir die Krypta auch noch gleich geleert. Das passt doch. Okay, super Sache. YouTube. Herzliches Willkommen zurück. Ne? Also. Erste Krypta leer. Ich würde sagen, ich schleppe die ganze Sache wieder von A nach B. Und in der nächsten Folge werden wir dann zu Hause gucken, was wir mit dem Material anstellen können und ob wir eventuell nochmal brauchen. Oder andersrum, wir werden noch brauchen. So viel steht fest. Und gleichzeitig sollten wir dann auch mal langsam gucken, wo der Knochenwanst sich rumtreibt. Und je nachdem, wo der sich rumtreibt, überlegen wir dann, wie wir das mit unserer Base machen. Ob wir die eventuell ein bisschen umstrukturieren, ob wir uns woanders dann noch festplatzieren oder wie auch immer. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen da. Haut Kommentare raus. Viel Spaß. Einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.